Character Customization. Ernsthaft. Ne. Ne. Ah, wie geil. Was? Die Socken? Ah, du hast eine Wahl. Komm hier, der kriegt stylische 60er Jahre. Und hier so. Reicher Ölbaron. Die Amish. Also die Religion. Hipster Mustache. Smooth yet manly. Genau. Finde alles. Jupp. Neil! Tada! Aber warum? Ich dachte, wir bringen so viel Zeit hier drin. Wenn, dann können wir auch schon mit Stil reisen. Wir. Oh, habe ich wir gesagt? Sorry, ich meinte natürlich. Oh, Mama. Genau, das ist es, was ich gemeint habe. Haha, Deck, du bist. Neil, du verdammtes Ass! Komm. Long flowing, long. Okay. Okay. Nein, die kriegt nichts. Melo. Okay. Plain White. Komm her, die kriegt Plain White. Komm her, die kriegt einmal. Ah, wie geil! Oh Mann. Neil, du bist so tot. Oh, es könnte schlimmer sein. Und ich denke mal, ich trage es so lange, bis wir Colin gefunden haben. Du hast echt Glück diesmal. Ich dachte eigentlich, es würde mehr sowas wie. Ja. Gesichtsbomben sein. Ich will gar nicht wissen, was du damit meinst. So, der aktuelle Position der Erinnerung. Kann eingeblickt werden, wenn man die Maus einfach zum oberen Bildschirmrand bewegt. Oh, lass uns noch die Interaktion mit der Welt ausschalten, bevor wir sie noch aufwecken. Nach all dem bin ich überrascht, dass wir es nicht bereits getan haben. Okay, okay, okay. Dass hier irgendwo weitergeht. Das, die Terrasse ist, glaube ich, offen. Wunderbar, haha, ein Buch. Nee, ich habe ja kein. Kann ich hier durch? Nee, hä? Nee, ist mir versperrt, das Ganze. Also geht's nur auf die Terrasse. Oh, hi, Colin. Colin? Was zum. Das ist keine gute Kopie. Lass uns eine finden, mit der wir reden können. Note unstable copy. Also das war jetzt keine gute Erinnerung von ihm. Die hätte das Gespräch nicht durchgehalten. Na, Gang ist frei, sehr gut. Ich habe ja die Interaktion abgeschaltet. Ich gucke mal, kann ich oben hin? Tatsächlich. Ist er nicht. Hier fehlt aber noch das Bücherregal, was da eben noch stand. Warte mal, ich würde gerne mal gerade die Bücherregale auschecken. Okay. War da doch was? Ah ne, da oben steht's ja. Immer noch voll. Es scheint so, als hätte er es erst kürzlich geleert. Hä? Dieses Bücherregal. Es ist nichts mehr weiter drauf, Moment. Außer ein einziges altes Buch, als ich es überprüft habe. Und dieses eine Buch ist nicht da jetzt. Okay. Küche ist jetzt auch nicht. Ist ja ein Bad. Bad kann ich nicht rein.
Dann probieren wir es unten raus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Flur nicht so aussah. Der Kerl ist so alt, der kann nicht mal sein eigenes Heim und sich an sein eigenes Heim erinnern. Aber sollte die Maschine solche Interferenzen nicht eigentlich automatisch ausgleichen? Nun. Oh, hey, schau mal! Ziel anvisiert. Lass uns los. Oh, aber du sahst so toll aus. Ah, ich mag das hier wesentlich mehr. Ahem. Ah, ist ja schon gut. Danke. Okay. Schalten wir die Personenaktivität ein. Colin? Mein Name ist Dr. Eva Rosaline. Ich bin ein Gedankenreisespezialist der Sigmund AG. GmbH, keine Ahnung, der Sigmund Corporation. Und das hier ist mein Kollege Dr. Hatan! Gesundheit. Dr. Mann! Dr. Manhattan! Sie sind Dr. Neil Watts. Wo wissen Sie das? Ihr Namensschild. Das ist nicht das, was es aussieht, oder? Doch, Colin. Ihr. Das Ganze hat schon begonnen. Gut, also bin ich nicht alleine. Irgendwas ist komisch an diesem Ort. Es ist so, als wäre ich hier und doch weit weg. Entweder bin ich nicht da, wo ich denke, oder mein Kopf ist schneller weg, als ich dachte. Eigentlich beides. Ah, auch gut. Meine Frau und mein Sohn, wie ertragen sie es? Geht es ihnen gut? Sie sind da, oder? Ja, aber sie sind nicht glücklich darüber, das ist klar. Auch wenn man die Umstände betrachtet, wäre es komisch, wenn sie nicht da wären. Wenn sie wären, Entschuldigung. Sehen Sie, es ist nicht besonders viel Zeit da und es wäre gut, wenn Mensch anfangen würden. Sie sind das beste Stück Colin, was wir in unserem Programm laden konnten. Und die einzige Version, von der wir ein paar Infos bekommen können. Also hoffe ich, Sie können uns damit unterstützen, unsere Mission zu erfüllen. Natürlich, warum sollte ich nicht? Okay. Ich halte Ihren Status nur gespeichert. So, dann müssen wir diese Unterhaltung nicht noch einmal führen. Psst. Klar, speicher mal seinen Status ab. Ja, Eure Hoheit. Nun, um jetzt Ihr Leben neu zu leben und Ihren letzten Wunsch zu erfüllen, werden wir als erstes ihre ganze Erinnerung wieder durchlaufen und ihre Zeitlinie miteinander verbinden. Und dann werden wir das Verlangen von ihrem jüngsten Ich uns schnappen und werden den Algorithmus für ihr Leben und alles neu schreiben und somit ihren Wunsch erfüllen. Ja. Wie auch immer, Colin, wir brauchen Ihre Hilfe. Um zwischen ihren Erinnerungen hin und her zu wechseln, brauchen wir Mementos. Also so
Erinnerungsdinge, die jetzt da sind und früher auch schon da waren. Das sind wichtige Dinge, die eine Erinnerung mit einer anderen verbinden. Haben Sie vielleicht etwas, mit der wir springen könnten? Warte mal. Wir wissen auch immer nicht, was der Wunsch ist. Was möchten Sie denn eigentlich, Colin? Eigentlich, denke ich, kann ich beide Ihre Fragen mit dem hier beantworten. Ist das der Sigmund? Der Vertrag mit Sigmund? Der Text ist ganz schön ausgeplatzt, aber... Es ist ein Momento. Geil! Dann mal voran. Die Barriere des Momentos ist einfach zersprungen, weil sie noch so neu ist. Aber die nächste wird nicht so einfach zu knacken sein. Wir werden als erstes aufladen müssen. Das Memento vorbereiten. Ah, es kommt wieder Puzzlespiel. Yay, Puzzlespiel! Die Erinnerungen werden am schnellsten... Hä? Okay. Schau, was passiert. Okay. Ja. Ha! Okay. Ja. Hoch. Ah, kacke. Also es müssen mindestens immer drei zusammen sein. Okay, verstanden. Dann wollen wir mal das Memento aktivieren. Na, dankeschön. Wir werden vielleicht zu Ihnen zurückkommen, um Sie um Hilfe bitten. Die Sigmund Corporation. Jetzt sind wir ein bisschen weiter zurück in der Zeitlinie. Warte mal, dieser Ort... Das ist das Gästehaus der Sigmunds. Ha, wo sie die alten Knacker betrunken machen und alles, um den Service in Anspruch zu nehmen. Das ist schon ganz schön lange her, dass ich hier war. Sieht etwas anders aus, seit ich das letzte Mal hier war. Komm, lass uns mal auschecken. Ah, interagiere und erkunde, um Memory Orbs zu erhalten. Was machst du hier draußen im Kalt? Was machen Sie hier draußen in der Kälte, Mr. Reed? Ihre Anfrage ist fast fertig. Bitte, folgen Sie mir. Okay. Willkommen bei der Sigmund Corporation, im Sigmund Corporation Gästehaus. Bitte machen Sie uns im Wohnzimmer bequem. Da ist er. Also man sieht hier die Schatten. Er weiß, sein Kopf weiß, da waren Leute. Aber er kann sich nicht an sie erinnern. Er weiß nicht, wie sie ausgesehen haben. Er weiß nicht, wie ihr Gesicht aussah. Aua. Ah, da ist ja der... Gut. Sind wir soweit? Warum tun wir nicht erst noch etwas Tee genießen? Wir sind immerhin so weit gefahren. Ich muss schnell wieder nach Hause. Ich muss mir etwas Gedanken über die ganze Sache machen. Wie auch immer. Jemand wird bald hier sein, um sie abzuholen. Okay, das auf jeden Fall, das ist mein Mentor.
Ja, dieses Foto wurde von der Bühne aus genommen. Beeindruckend, oder? Nicht viele Leute lernen das Gefühl kennen, wie es ist, berühmt zu sein. Viele von uns bekommen, wir bekommen viele Anfragen dafür. Also, wenn sie das so sehen wollen, können sie es abgehakt betrachten. Wahrscheinlich, dass er jetzt wirklich drangenommen wurde. Wenn wir noch so ein Ding abfragen müssen, dann penne ich ein. So schlimm ist es doch gar nicht. Kommen wir so schnell voran. Der Chef persönlich? Sehen Sie, unser Angebot ist eigentlich ganz einfach. Sie erzählen uns Ihren Wunsch und wir sorgen dafür, dass er wahr wird. Berühmtheit, Reichtum, unerreichte Ziele oder geheimes Verlangen. Sie sagen es. Wir sind Ihr Lampengeist. Wir sind Ihr Genie, Colin. Was ist Ihr Wunsch? Also, wenn ich das richtig verstehe. Kann ich mir nicht mehr Wünsche wünschen. Wissen Sie, ich habe sehr viel getan und sehr viel gesehen in meinem Leben. Ich war, wo ich dachte, würde ich niemals hinkommen und habe das gesehen, was ich dachte, würde ich niemals sehen. Aber von einem Augenblick auf den nächsten, plötzlich ist keine Zeit mehr. Und ich finde mich wie jeder andere wieder hier. Ich gehe durch diese Türen und ich erkenne, dass da immer noch dieses leere Gefühl in mir ist. Diese Leere. Ich möchte nicht undankbar sein für das Leben, das ich hatte. Aber ich würde gern das Gefühl haben, dass ich genug für diese Welt getan habe, bevor ich gehe. Verstehen Sie? Ich möchte gern sagen, dass ich ein glückliches Leben geführt habe. Und ich möchte es so leben, dass ich nur ein paar Dinge bereue. Aber irgendwie, nach all dem, kann ich es nicht. Darum sind Sie hier, Colin. Sagen Sie einfach, was es ist, und wir machen es zur Realität. Sagen Sie uns Ihre Zweifel. Was möchten Sie, dass wir beheben? Zweifel? Ich weiß nicht, was ich Ihnen da nennen soll. Aber ich kann Ihnen sagen, was ich will. Ich möchte, dass mein Leben das Vollkommenste ist, das ich mir vorstellen kann. Aber ich möchte, dass Sie es machen, ohne etwas zu verändern, was ich getan habe. Sie möchten nicht, dass wir irgendetwas verändern? Colin, Dinge zu verändern ist, was wir hier machen. Wir ändern Dinge und machen sie besser. Deshalb sind sie zu uns gekommen. Damit wir es besser machen können. Wir können ihre Probleme lösen. Alles, was sie machen wollten, aber in ihrem Leben nicht tun konnten. Wir geben ihnen die Chance, es nun zu tun. Es zu bekommen. Aber wenn sie etwas bekommen wollen, müssen sie auch etwas dafür hergeben. Also frage ich sie nochmal. Was ist Ihr letzter Wunsch? Also gut. Ich möchte, dass Sie mir ein erfülltes Leben geben, während Sie so wenig verändern wie nur möglich. Und wenn Sie etwas ändern müssen, dann
Lassen Sie bitte die Erinnerungen an meine Familie so, wie sie sind.